Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe die Frage bekommen, wie das jetzt bei der Rispenhortensie aussieht, ob man die jetzt schon im Herbst, ja, am besten im September, zurückschneiden kann. Die Frage möchte ich gern hier einmal im Video beantworten. Bei der Rispenhortensie ist es nämlich etwas anders als bei der Bauernhortensie. Die Rispenhortensie bildet seine, ja, Blütenanlage im einjährigen Holz. Das heißt, das wird also nicht jetzt gebildet, sondern erst das nächste Jahr dann kommt und dann wird sie blüten. Das heißt, theoretisch könnt ihr sie jetzt im Herbst einmal zurückschneiden. Dennoch finde ich es besser, wenn man wartet bis im zeitigen Frühjahr, meist zu Ende Februar, Anfang März. Wenn ihr möchtet, kann ich euch gern zu dem Zeitpunkt ein Video machen, euch dann sagen, wann ich hier meine Rispenhortensie zurückschneide und vor allem auch, wie ich sie zurückschneide. Je nach Größe und je nachdem, wie die Rispenhortensie auch aussieht und nach Alter, kann es da ein paar Unterschiede zum Rückschnitt geben. Das kann ich euch dann gern alles erklären. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten jetzt unten einmal meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos. Und wenn es dann soweit ist mit der Rispenhortensie, dann bekommt ihr auch das Video, wie ich meine Rispenhortensie zurückschneide und vor allem auch, wann genau der richtige Zeitpunkt dazu ist. Ja, vielleicht noch kurz eine Erklärung, warum ich sie jetzt nicht im Herbst schneide, warum ich es besser finde, das Ganze im Frühjahr zu machen, hat folgende Gründe. Zum einen ist es so, dass ein Rückschnitt immer den Neuaustrieb fördert und das wollen wir jetzt im Winter eigentlich nicht haben. Wir wollen ja, dass es dann im Frühjahr wieder richtig losgeht, ja, dass die Hortensie wächst, dass sie anfängt zu blühen. Und der andere Punkt ist, die Blüten, wenn hier sich Frost drin bildet, das Ganze sieht schön aus. Außerdem bietet es auch immer noch mal einen zusätzlichen leichten Winterschutz, wobei die Rispenhortensie sehr winterhart ist. In der Regel sollte da nichts passieren. Trotzdem hat es optische Gründe auch, warum ich das Ganze lasse. Und außerdem ist es immer so, dass in dem Pflanzenmaterial, was noch dran ist, auch Insekten überwintern können. Und aus dem Grund lasse ich das Ganze auch dran, schneide sie dann im zeitigen Frühjahr, fördere damit den Neuaustrieb und dann damit auch die Blütenbildung der Hortensie. Ja, ich hoffe, ich konnte die Frage in dem Video hier beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.